Gerrit. Ja, heute geht's das erste Mal bei uns um Klappräder, Gerrit. Ja. Das ist ja auch total praktisch, wenn man mal irgendwie kurz mit dem Zug fahren will oder so. Ja, und die zum Beispiel in der Bahn mitnehmen möchte. Genau. Dann kann man mal eben schnell in die Bahn einsteigen und dann kann man damit weiterfahren, wenn man jetzt intermodale Verkehrsketten und... Oh. Jetzt, ja. haben wir wieder zu viel geredet. Also, worum geht's heute? Wir haben hier ein Fido X oder 10, wie man das ausspricht. Ein Fahrrad aus China, das gerade neu auf den Markt geworfen wurde. Aus Magnesium. Also ja. So richtig wie in den 80ern, dieses Vitus 996 oder wie das hieß. Und wir haben, was haben wir noch hier? Ein Made in UK, ein Brompton, ein echtes Brompton, ausgeliehen von Tim. Ja, ein Klassiker gegen ja, ein sehr modern anmutendes, ein extrem etwas. Modernes Designwunder, würde ich sagen, mit Elektroantrieb und hier eine schlichte Variante. Also zwei sehr unterschiedliche Klappräder, aber da können wir so ein bisschen zeigen, was Klappräder so ausmacht und worauf es ankommt und ja, worauf man achten sollte. Vielleicht auch. Wir haben auch noch einen Experten eingeladen, der steht im Hintergrund und hält gerade die Kamera. Vielleicht kommt er auch noch zu Wort. Genau, die Farbe gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja, war eine riesengroße Crowdfunding-Kampagne. Die haben richtig viel Geld eingenommen. Es kommt in einem riesen Karton, es ist nicht zusammengeklappt. Klapprad, Faltrad, stört euch nicht daran. Ich sage Klapprad, ich kann es nicht anders. Es hat wahrscheinlich Faltrad, ist egal. Bei mir ist es Klapprad. Ich bin jetzt damit gefahren. Ich hatte allerdings noch nicht die Möglichkeit, den Motor anzuwerfen. Irgendwie hatte ich da eine Fehlzündung. Gerade noch, vielleicht ist der Akku nicht voll oder so. Aber ich bin jetzt einmal quer durch die Stadt damit gefahren eigentlich und ja, ich bin gut angekommen. Ja. Ging leider das Licht nicht an. Also es ist so ein integriertes Licht wieder. Es ging nicht an, dann musste ich durch den Nebel fahren ohne Licht. Auch nicht so toll. Super. Vielleicht ist der Akku nicht geladen, Götz. Ja, das finden wir aber noch raus. Wir gehen jetzt erstmal so ins Detail. Straßengemieden. Genau. Jo. Gucken wir mal Alles an. Klar. Ja, das Fido. Ich muss es ja erstmal zunächst einmal sagen. Das Fido wurde uns zugeschickt. Ich glaube, wir können das sogar behalten. Deswegen lassen wir das jetzt mal unter Werbung laufen. Wir machen allerdings, wie wir das kennen, von uns auch einen Vergleichstest. Also wir sind hier nicht gekauft worden. Ganz spannend ist, wenn man den Akku loswerden will, dann hat man hier ihn in der Sattelstütze. So, ich kann ihn aber jetzt nicht rausnehmen, glaube ich, weil es hier nämlich so eine Klausperre gibt. Die ist jetzt aktiviert. Dann kann man den nicht rausziehen. Gerrit, wir müssen gleich mal sehen, wie wir die deaktiviert kriegen. Wir haben da gerade so ein bisschen dran rumgetüftelt. Ja, das ist ganz spannend. Ja. Hier hinten ist nämlich so ein kleines Kotfeld unter so einem... Ein Kotfeld, ja. Das ist auch ein bisschen zugekotet. Ja, das sieht auch schon so aus. Da kann man dann so einen Kot eingeben und dann kann man die Sattelstütze rausnehmen. Ja. Hier ist ein Hebel und dann fällt sie rein. Ja, so, das interessant. Geht. Genau. Also es ist eine Sattelklau. Wegfahrsperre sozusagen, also keine Schwächlingswegfahrsperre, dass man den Motor nicht ankriegt, sondern eine Sattelklau-Wegfahrsperre. Oder eine Akkuklau-Wegfahrsperre natürlich. Es geht ja weniger um den Sattel, der ist nämlich irgendwie so mittelmäßig. Aber egal. Was zeichnet dieses Fahrrad noch aus? Ich werde es mal zusammenfalten. Also Magnesiumrahmen ist irgendwie, Magnesium, da denkt man immer so an dieses weiße Pulver beim Turnen oder so. Das ist ja dann Oxid. Nur Magnesium hat schon ein Korrosionsproblem. Das hat man hier wahrscheinlich durch eine extrem dicke Lackierung gelöst. Deswegen, wegen dieses Problems sind die Fahrradhersteller zwischenzeitlich davon weggekommen, Magnesiumrahmen zu bauen. Inzwischen kommt das wieder so ein bisschen auf. Deswegen finde ich das umso interessanter. Was mir aber schon aufgefallen ist, ist, dass das Fahrrad ja gerade aus dem Karton kommt und da schon der Lack irgendwie abgeplatzt wie hab ich durch das denn? Diese Verriegelung wahrscheinlich. Wie habe ich das denn hingekriegt? Das war ich. Ist der Sattel hier so runtergedonnert? Nee, darin lag es nicht. Komisch. So viel zum Thema Korrosionsschutz. Ja, ich weiß nicht, ob diese Klemme jetzt auch aus Magnesium ist. Also es ist ein Magnesium-Aluminium-Legierung. Vielleicht kann man das auf diesem Wege hinbekommen. Wenn man das jetzt zusammenklappen will, dieses Klapprad oder Faltrad, nennt es wie ihr wollt, dann nimmt man diesen Hebel hier. Unten ist so eine Arretierung. Und dann drückt man die so weg und dann kann man das ganz einfach so zusammenklappen. Muss man den Lenker nochmal irgendwie so hinbauen, dass das irgendwie besser hinhaut hier mit dem Sattel. Nee, das hättest du ja mal vorher üben können, ne? Hätte ich mal üben sollen. Mann, ey. Nee, so kommt das. Sollen die Leute so denken. So, genau so. Und wenn du hier siehst, Gerrit, guck mal hier. Hier sind so Magneten, ne? Hier ist Magnet. Siehst du das? Da. Ach, da unten. Muss erstmal die Stirn hier wegklappen. Oh Gott, ey, das ist ein...
amateurhaft. Ja, aber jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ne? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Haut das hier nicht hin. Ja, du müsstest den Lenker ja lösen. Gerade eben klappte das. Ich muss den Lenker lösen. Ja, du musst den Lenker lösen und zur Seite drehen und dann klappt das. Das muss man dir auch noch alles erklären. Ey. Ich muss den Lenker lösen. Ja, da war ja nicht. Unten. Wie, wo? Unten? Achso, na, da unten. Unten muss ich den Lenker lösen. Ich, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Habe ich schon gesagt, dass ich keine Götz Ahnung habe? Götz erstes Klapprad. Tim, was hast du denn zu Götz ersten Versuchen hier mit Klapprad zusammenfalten und so? Wir haben alle mal so angefangen. Wisst ihr, vorhin ohne Kamera hat das natürlich wunderbar geklappt. Ich bin ja, nicht so jemand. Na klar. Ne, das einmal eins. Du übst das jetzt für alle, damit die das dann nicht... Oh ja, ich habe jetzt den Magneten gehört. Oh, jetzt ist schon wieder auseinander. Oh, geil, Götz. Ja, dann muss man den Lenker natürlich wieder festmachen, Mann. Lass mir auch mal helfen, ich stehe hier voll im Graben, Mann. Wieso soll ich dir helfen? Ich halte die Kamera. Ja, schön. Götz macht den Fido-Test. Also man kann den Lenker so umklappen. Und dann hält das auch. Habt ihr das alle gesehen? Ja, komm, jetzt bau das mal zusammen und dann machst du das nochmal. Ja, so. Und dann kann man das so schieben, weil es so, ne, es wiegt... Irgendwie die Angaben liegen so zwischen 17 und 20 Kilo. Ich hatte gerade nicht die Möglichkeit, das zu wiegen, aber wenn es so, es ist eher leicht. Man kann es eigentlich ganz gut tragen, aber wenn man nicht mehr so des Tragens mächtig ist, dann kann man das so durch die Gegend schieben. Aber es ist schon noch groß. Ja, man kann natürlich den Sattel, muss man natürlich dann auch noch mal so, dann wird das schon deutlich kleiner. Mhm. So. Aber so einen Tragegriff an sich gibt es nicht. Hier wäre das natürlich wieder länger, bis dann da unten rauskommt. Es gibt einen Tragegriff, gute Frage, haben wir einen Tragegriff? Ja, man kann es im Prinzip so nehmen. Ja, okay. Ich würde es aber wirklich schieben. Das ist dann handlicher. Und ist da eine Tasche dabei, wenn man das kriegt? Dass man das da irgendwie auch reintun kann? Also ich weiß, dass zum Beispiel so Promptenfahrer kriegen ja auch so Beutel dafür, ne? Hier habe ich gerade... Da gibt es zumindest. Da ist hier gerade irgendwie so ein bisschen der Magnet abgegangen hier. Scheint ein super Magnet zu sein auf jeden Fall. Ja, nee, okay, jetzt. Ja, also man kriegt es schon klein. So ist es nicht, ne? Ja, bei der Bahn gibt es... Ja, diese Handgepäcksmaße, 120 x 60 x 60 oder so, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das mit der Bahn mitkriegt. Also nicht, es gibt ja diesen Tipp, dass man sein Klapprad, Faltrad in eine Tasche tun soll, weil es dann mehr nach Handgepäck aussieht. Da kommt dann nicht irgendwie der Schaffner und will dann noch irgendwie einem Geld abknöpfen für eine Fahrradmarke. Bei dem hier wäre es schon schwieriger. Ich würde eher sagen, von der Größe her ist das eher was für Kofferraum, also das Klapprad für Autofahrer sozusagen. Ja, oder für Wohnmobilisten oder was weiß ich. Ja, wie schnell baust du das denn jetzt dann wieder zusammen, wenn es losgeht? Ja, das kommt darauf an. Also ohne Kamera sehr schnell. Naja. Mit immer diese Ausreden. Ja, genau. Ja, aber ich sag mal so, wer das noch nicht so oft gemacht hat, der tüdelt am Anfang 20 Mal rum und dann klappt das irgendwann. Ja, also eigentlich geht es sehr schnell. Ich war gerade eben ziemlich beeindruckt. Das ist ja einfach so. Dann hast du hier einmal die Arretierung wieder zumachen. Jetzt habe ich hier gerade meinen Schnürsenkel eingeklemmt. Ist auch eine Gruppe. Bin ich doch nicht mehr. So, klack und zu. Das ist zu. So, und dann hast du hier den, dann musst du den ja einmal beiseite. Und dann kannst du den ja einmal. Nee, und du musst ihn hochklappen. Hochklappen. Einmal den beiseite. Nee, es ist ja immer noch lose. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Ach, Gerrit. Blöde Kamera. Immer die Kamera. Die macht mich ja immer irgendwie, macht mich immer so nervös. Ja, aber es ist auch ein bisschen schön. Also ich glaube, die Leute wollen ja ein neues Video haben und kriegen jetzt gleich hier Entertainment auf höchstem Niveau. Meine Güte, echt, ich mache es ja auch wirklich. Ist ja gerade frisch aus dem Karton, das Ding. Das ist nicht richtig eingerastet, du. Das sehe ich jetzt schon, weil das nicht geklackt hat da unten. Das ist ja diese Arretierung für den Sitz. Hä? Ja. Du musst richtig noch drück. Ja, genau. Ah, alles muss man dir erklären. So. Ist ja zu hoch. Und jetzt? Ja, das ist ja jetzt nicht mein Problem. Das kriege ich nicht mehr auf. Was kostet der Spaß denn? 1599 Euro. So, das ist jetzt Markteinführungspreis. Ne? Also als frisch und neu hier. Hier oben ist auch noch, den kann man den Lenker auch noch mal festklammern. Ja. Ja. Also ist ein Haufen Geld für so ein Faltrad. Das braucht man dann auch wirklich nicht ausgeben, wenn man das nur zweimal im Jahr benutzt oder so. Ja. Aber wenn man wirklich... sag ich mal, intermodal unterwegs sein will, mit dem Zug oder so, pendeln, ist sowas ja ganz praktisch. Ob man jetzt einen Elektroantrieb braucht, weiß ich nicht. Also ist aber, obwohl es aus Fernost kommt, die europäische Version, also 25 km/h Max. Ja, genau. Ich habe jetzt da hinten eine Shimano-Kassette gesehen, aber auf den Bremsen steht was drauf, was ich nicht kenne und auf dem Schaltwerk auch. Das sind Mineralölbremsen einer unbekannten Marke. Ja, die Bremsscheiben sehen auch nach Shimano aus, aber
man weiß es nicht so genau. So, das ist alles so No-Name, also die Kassette ist von Shimano, der Rest ist so eine Eigenmarke. Was steht denn da drauf? Saar Strong oder so, und hier steht Radius drauf. Ja, das ist natürlich ein bisschen in der Preisklasse. Kann man vielleicht ein bisschen mehr erwarten, aber das kann man alles auch austauschen. Ich würde sagen, aber die Ersatzteile sind natürlich bei der Shimano-Kassette, die kostet irgendwie 16 Euro oder so. Ja, das ist hier Einsteiger. Das kann man irgendwie ganz schnell austauschen, wenn das mal auf ist. Ja. Wenn ich das Fahrrad behalten würde, dann würde ich mir das Ding als Single-Speed umbauen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Dann habe ich weniger Verschleißteile. Riesenkettenblatt plus E, das ist doch... Kettenblatt und hinten ein Ritze, das reicht völlig. Ich bin gerade vorhin die ganze Zeit im fünften Gang gefahren, das ist schon, da habe ich auch Götz fährt immer im höchsten Gang. Nein, es gibt ja sieben. Ich bin im fünften gefahren. Ach so, sorry. Ausnahmsweise mal nicht, weil das Kettenblatt so riesig ist. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen krawallig bin, aber Götz also ist schon wieder lustig. Die Reifen sind auch, also No-Name, also 20 Zoll. Ja, die fahren sich aber ganz gut. Die waren relativ geschmeidig. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Dann müssen wir jetzt gleich mal noch aufs Herzstück eingehen, aber vorher also können wir das Herzstück ist für mich eigentlich der Akku, weil der so cool verbaut ist hier als Sattelstütze. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, das finde ich total. Ja, das Design ist witzig. Cool. Haltbarkeit kann man natürlich nicht sagen, weil dieses Tretlager ja irgendwie in der Mitte frei hängt. Ja. Da an diesem Nupsi, ja, keine Ahnung. Ja. Muss man halt mal schauen. Ich sehe mich schon so in der Pulle von weißem Puder. Ja, wenn das Tretlager sich auf einmal verabschiedet und Gen Boden. Magnesiumoxid. Ja, gut. Nein, aber es ist ein cooles Teil. Es gab von Fido ja schon mal ein Klapprad. Das haben wir auch damals angeboten bekommen. Haben wir gesagt, es sieht jetzt nicht so optisch schick aus. Und bei dem haben wir sofort gesagt, oh, das würden wir gerne mal sehen. Ne? Also, ich war sowieso gerade auf der Suche nach einem Klapprad. Das traf sich ganz gut. Ja, also die Leute gucken, das ist wirklich ein ziemlicher, ich finde die Farbe ist schick, das Design sieht interessant aus auf jeden Fall. Jetzt müssen wir die Technik noch zum Laufen kriegen. Recht leicht. Also ne, das ist jetzt ja die volle Ausstattung hier. Die Schutzfläche liegen dabei, die sind nicht montiert, der Rest ist eigentlich soweit fertig. Genau, Licht ist integriert. Götz hat hier unten so ein Accessory-Kit mit angeschleppt zum Bahnübergang, da sind halt so Sachen drin. Ne? Da sind hier noch die Schutzbleche drin, da sind so ein paar Inbusschlüssel drin und eine Anleitung und das auch Ladegerät. Sogar ein ordentlicher Maulschlüssel. Ein ordentlicher das Maulschlüssel. Das wollen wir nochmal betont haben, weil das normalerweise sind das immer so eine Durchbiegdinger. Ja, hat mal jemand 20 Cent investiert und dann einen ordentlichen da reingelegt. Ja, Tim, Götz, wir haben ja immer als Vergleich so den Klassiker dabei. Und das ist das Brompton in Froschgrün von Tim. Genau, mein Firmenfahrrad. Ich war es leid, immer vor Ort auf Dienstreisen mich um ÖPNV kümmern zu müssen. Und mit dem Brompton ist einem das alles egal. Hat auch Vorteile, dass man zum Beispiel, wenn man übernachten muss, Hotels ein bisschen im Stadtrand nehmen kann, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also es ist absolut genial auf Dienstreisen und in der Bahn. Nach der Amateurveranstaltung von Götz bin ich natürlich gewohnt, wie man das falten muss. Das ganze Rad ist aber designtechnisch so ausgereift, dass ich als Ingenieur jedes Mal ein Rohr kriege, wenn ich damit arbeite. Das ist wirklich, da gibt es kaum noch Optimierungspotenzial, aber trotzdem. Ich glaub, das ist ein piepen da. Das ist ein 5 Jahre altes Modell und die neuen sind schon wieder ein bisschen anders. Ja. Das ist außerdem das hohe Modell, weil ich halt mit 1,92 und 98 cm Innenbeinlänge sehr groß bin. Das bedeutet, dieser Absatz ist länger und dieser Bügel damit und außerdem habe ich hier diese Sattelrohrverlängerung. Ja, die Sattelstütze ist enorm, Ich kann damit aber problemlos fahren und selbst mit meinem Gewicht von knapp 100 Kilo kann ich damit problemlos fahren. Gefaltet wird es wie folgt. Hier hat es eine Federung am Hinterbau, da ist ein kleiner Hebel. Wenn ich den löse, klappt das Hinterrad vor. Jetzt habe ich auch gleichzeitig einen Ständer. Dann drehe ich als nächstes hier vorne diese Klemme los. Damit bewegt sich das Hinterrad nach da. Als nächstes löse ich hier vorne diese Klemme am Lenker. Damit fällt der Lenker da runter und ich löse die Sattelstütze und die Verlängerung nochmal. Und hier drüben noch die Klemme von der Pedale und es ist klein geklemmt. Und das Ganze kriege ich für wie viel Geld? Deine das Ausführung? Kostet in dieser Ausführung hat es damals 1.300 Euro gekostet mit der Tasche dabei. Ich glaube, ich war bei 1.400 irgendwas. Ja. Ja, ist viel Geld, aber es ist auch wirklich der absolute Mercedes. Ausschlaggebend bei mir war, dass es das kleinste, also im gefalteten Zustand das kleinste Fahrrad ist und dass es sich eben außerdem noch erstaunlich gut fahren lässt. Was hast du da für eine Übersetzung, für eine Schaltung? Es
hat, also es gibt diverse Ausführungen. Das ist ja, die klar. Ausführung mit 6 Gängen. Das ist eine 3-Gang-Namenschaltung mit 2-Gang-Kettenschaltung. Ah, ja. Das ist eine Sturmey Archer-Schaltung, ist halt British Design, aber bisher funktioniert das absolut problemlos. Götz, jetzt haben wir ja gesehen, wie schön das sich zusammenfalten lässt. Und jetzt würde ich sagen, machst du nochmal den nächsten Versuch und stellst das Fido zusammengeklappt daneben. Er hat kein Mikro. Die Frage ist, Gerrit, wer faltet dich heute noch zusammen? Uha. Weiß ich nicht. Mein Qualitätswitz ist dadurch zerstört worden. Ja, es ist kein Qualitätswitz gewesen. Nee. Nein. Ich weiß nur, dass es kalt wird. Das heißt, ich hoffe, du hast es jetzt gelernt, dass es schneller geht. Ich fange diesmal beim Lenker an, glaube ich. Na, ob das die richtige Methode ist. Der fällt auf jeden Fall wie beim Brompton zur Seite. Ja, machen wir hier nochmal. In der Mitte. Ständer vielleicht mal weg. Ich glaube, der ist ein bisschen im Weg. So. Ja, dann schiebt man es zusammen, dann gibt es da den Magnet hin. Boing. Die sind hier gerade nicht überlappend, aber es geht trotzdem. Ja, und dann noch die Sattelstütze. Schon wieder. Die kriege ich jetzt aber, nachdem er so arretiert ist, Gerrit, kann ich auf. Doch, krieg ich doch. Das ist ja sein Problem. Ja, das stimmt. Beim Brompton ist die Kette innen und nicht außen. Das heißt, man macht sich nicht dreckig. Ja. Das ist natürlich auch spannend. Und jetzt alles kann man im Größenvergleich sehen. Ja. Aber müsste man schon auf den Akku dann stellen, ne? Ja, wenn schon. Stellen will. Verkratzt dann leider. Ja, also Fido hat auch seine Hausaufgaben gemacht, glaube ich. Absolut. Aber das Brompton ist trotzdem noch einen Schritt weit innovativer. Eine ganze Ecke kleiner. Man muss sagen, obwohl es sehr klein ist und auch mit 10 bis 12 Kilo sehr leicht, wenn du es über lange Strecken auf dem Bahnhof tragen musst, wird auch das schwer. Also wenn ich umsteige, dann schiebe ich es immer ausgeklappt neben mir her. Und hinzu kommt außerdem, wenn du damit in den Zug einsteigst, selbst das Brompton ist noch groß. Also einfach mal oben in die Gepäckablage legen ist nicht. Du brauchst immer diese speziellen Kofferfächer, um es da drin loszuwerden. Und da stelle ich mir mit dem Fido echt ätzend vor, damit durch so einen vollen Zug zu laufen und dann mit der Kette rechts und links alles schwarz zu machen, da kriegst du viele böse Gesichter. Ja. Ist eher was für so Wohnmobil, wobei dafür ist es auch schon ziemlich groß, aber in den Kofferraum passt es ja locker rein. Also ich würde jetzt sagen, ihr baut das um die Wette auf und wer zuerst vorne da im Haus ist, hat einen Preis gewonnen. Mit oder ohne Motor? Ohne. Ich zähle. Okay. Du zählst. Ach Mensch. Auf die Plätze. Ich finde, das ist unfair. Auf die Plätze. Ja. Fertig. Los. So stelle ich mir Videos vor. Das erste dieses Jahr. Gleich mal arbeiten hier. Wir haben wenigstens wird den beiden warm. Mir ist kalt. Nein. Guck mal, Tim ist soweit gleich. Oh. Der radelt los. Ich hab hier irgendwie während Götz noch baut. Ja, aber ist natürlich auch unfair. Tim hat natürlich da lange Erfahrung. Aber Götz ist auch schnell losgekommen. Hoffentlich hat er es richtig gemacht und legt sich nicht auf die Fresse hier. Beim Haus, hat er gesagt, ne? Auf jeden Fall ist Götz Sattel erst mal runtergeklappt. Sehr gut. So, los, Götz, du warst auf einmal so tief. Was kann man denn zum Akku und zum Antrieb generell noch sagen? Der Akku hat 16 Volt und 416 Wattstunden. Wattstunden? Stunden. Ja, das ist nicht so, das ist so mittel. Aber das, mehr brauchen wir auch nicht mehr. Bei 20 Zoll Rädern ist natürlich der Motor auch weniger gefordert. Wir haben hier aber einen echten Drehmomentsensor. Und ein bisschen mussten wir gerade lachen beim Lesen der Beschreibung, dass die Temperatur, bei dem dieses Fahrrad benutzt werden darf, liegt bei zwischen 10 und 50 Grad. Also wir sind also jetzt. Wir haben also alles falsch gemacht. Wir sind hier gerade außerhalb der Bedienungsanleitung unterwegs. Oha. Ist ein bisschen kälter heute. Ja, egal. Da geht es wahrscheinlich wirklich um die Leistung des Akkus, die ja bis zu 130 Kilometer
andauern soll, können soll. Das ist wahrscheinlich auch eher so nur auf dem Papier. Wir haben 3 Stufen und auf der ersten Stufe werden das dann bis zu 130 Kilometer am absoluten Flachland. Dafür ist diese Stufe rauserkoren laut der Beschreibung. Und dann kann man damit Steigung bis zu 25% erklimmern. Solche Steigungen haben wir in Flensburg, glaube ich, nicht. Aber wir haben so maximal 15, würde ich sagen. Wir fahren ja immer gerne unseren Berg hoch von Fahrensodde, ne? Ja, der ist gut. Das ist immer noch ein schöner Test. Wir haben ja auch so einen schönen Berg hier bei der alten Klinik Ost. Das Systemgewicht, Götz, hatten wir auch gerade. Ja, also bis zu 120 Kilo darf der Fahrer wiegen, wenn er kein Gepäck mit hat. Plus Fahrer plus Fahrrad, ne? Genau. Das bei den Gewichtsangaben liegen wir jetzt doch bei knapp 20 Kilo laut Beschreibung. Also das hieß mal irgendwas von 17, aber... Ist viel, aber das ist natürlich auch akkubedingt. Ja, Vergleichs- es ist okay, also ich finde, man kann es gut tragen. Aber das Bromp ist natürlich um einiges leichter, hat dann allerdings keinen Antrieb. Haben wir eigentlich einen Markenantrieb oder ist das auch eine Eigenmarke? Markenantrieb, ja, das ist eine gute Frage. Was steht Brushless denn? Hub Motor von Aikema. Aikema. Ja. Drehmoment. Ja, hier seht ihr nochmal übrigens diese Magnetplatten, mit denen dann quasi Vorderrad und Hinterrad zusammengetüdelt werden. Da hinten seht ihr die am Vorderrad. Da kann man das da zusammenklappen. So, Stunde der Wahrheit 19,2 Kilo. Ja. Wir haben mittlerweile auch das Display zum Leben erweckt. Ihr könnt sehen, der Akku ist voll. Wir haben 0 km/h, wir stehen aber auch gerade und jetzt gibt es hier 2 Knöpfe. Hier ist eine 1, das sind die Fahrstufen. Licht habe ich jetzt eingeschaltet über das M. Kann man an- und ausmachen. Hinten auch. Ja. Hier, da. Da ist eine K-Welle zu sehen und auch eine ISO-Nummer. Wir haben ja also einen Reflektor und eine LED-Beleuchtung. Da könnt ihr die K-Welle sehen. Und dann wird das Licht vorne vermutlich auch eine haben. Und hier kann man mit dem zweiten Schalter die Fahrstufen wechseln. Und dann ist eigentlich auch schon alles erklärt. Die Reichweite soll übrigens 130 Kilometer betragen bis zu, das ist natürlich... eher so eine theoretische Annahme auf der ersten Stufe dann und dann im Flachland das absolute Maximum. Wahrscheinlich wird es deutlich weniger gehen. Ja, also Stufe 1 gibt schon ordentlich Schub. Kannst ja mal hier so, dann hörst du das. Achtung. Und jetzt geht's. Gut. Wie schnell man hier auf Tempo kommt mit dem Ding. Ja, wahrscheinlich piept er aber auch, weil der Akku leer ist und nicht mehr so viel Energie ist. Oder warum auch immer. Das finden wir noch raus, warum das piept. Das Rätsel des Piep. Fido hat uns bestätigt, ab 15 km/h macht dieses Fahrrad diesen Piepton die ganze Zeit. Das haben die so eingerichtet, weil das Fahrrad auch in Ländern und Regionen verkauft wird, wo das vorgeschrieben ist, dass es dieses Warnsignal gibt. Man kann es deaktivieren, indem man diesen Code eingibt im ausgeschalteten Modus. 898-989-898-989. Dann schaltet man ein und dann kann man sich dieses grässlichen Pieptons entledigen. Aber an sich, das ist Stufe 1, ganz ehrlich. Und wenn man jetzt noch Stufe 3 macht und, warte, ich mach mal jetzt langsam. Und dann gebe ich nochmal Gas. Stufe 3, oh, gibt Schub. Und es riegelt tatsächlich bei 25 km/h ab. Es gibt ja auch die US-Version, die bis 32 geht, aber die haben wir hier nicht. Display ist gut abzulesen, auch jetzt, wie das bei direkter Sonneneinstrahlung ist, ist eine andere Frage. Aber es denke ich okay. Schneller als 25 kannst du aber auch nicht fahren. Er geht nicht schneller dann. Ja, aber lustig. Macht Spaß, das Ding. Besonders das City-Rennsemmel, das hat. Das ist echt. Muss aufpassen, dass das nicht abhebt, ey. So, und auf 25. Nice.
Geht ab. Sieht ja gut aus. Probier mal. Das geht ja schon ohne Motor ganz. Das ist jetzt mit Motor. Okay. Und wenn du wirklich mal ordentlich reintrittst, Götz, dann. Stufe 1, ja. Ja. Das geht ab. Gib mal Gas. Okay. Ui. Oh. Es piept nur interessanterweise. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Akku nicht so voll ist. Wenn wir da jetzt gleich hier wieder auftauchen. Nee, doch nicht hier. So. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es geht ab wie Sau, ne? Ja, warum das jetzt piept, müssen wir mal erörtern. Es piept etwas, ja. Ja, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall macht das schon ziemlich Laune, muss man sagen, mit dem. Man weiß wenigstens, dass er kommt. Ja, ich muss sagen, also das macht schon Spaß. Selbst Stufe 1 ist schon, also mehr braucht man eigentlich nicht. Wahnsinn. So, das Fido ist bereit. Wir werden jetzt hier runterfahren und dann geht's rauf. 10% Steigung, 25 kann man damit. Also dürfte das ja überhaupt kein Problem für dieses Fahrrad sein. Das checken wir jetzt. So, Unterstützungsstufe 3 habe ich an. Jetzt kommt der Berg. Und jetzt haben wir mal langsam hoch. Ich muss kaum treten und habe auch gerade schon gesehen, dass wenn ich oben bin, man kann hier locker mit 20 Sachen hochfahren. Jetzt sind es gerade 18, weil ich nur mit einer Hand lenke. Aber jetzt kommen wir höher, jetzt wird die Steigung ein bisschen weniger. Mit Unterstützungsstufe 3 komme ich hier also locker mit 25 die Steigung hoch. Wie gesagt, 10% sind das Max. Ist jetzt auch nicht so viel, aber funktioniert einwandfrei. Die Schaltung klappt ganz ordentlich, die Bremsen wie die Hulle. Man hat beim ersten Griff immer so ein bisschen das Gefühl, dass da Luft drin ist. Und beim zweiten dann nicht mehr. Also dann beißen die wirklich ordentlich zu. Also da kann man jetzt ordentlich meckern. Die haben auch einen ziemlich guten Druckpunkt. Dieses Piepen ist so nervig. Was man nicht braucht, ist noch Licht und so. Das ist ja, ich meine, es ist immer schwierig, wenn eine Lampe vorne im Rahmen verbaut ist, hat man immer so Probleme beim Abbiegen oder so, dass man immer nicht dahin leuchtet, wo man eigentlich hinleuchten will. Aber es ist ja von der Ästhetik her und von der Praktikabilität auf jeden Fall echt eine gute Sache. Wenn man jetzt mehr Licht braucht, wenn man damit jetzt nicht nur in der Stadt fahren will, wo es beleuchtet ist, dann muss man halt schon ein bisschen Licht draufpacken. Ich finde solche integrierten Lichter mit Reflektoren einfach, sie sind sehr selten und sind sehr praktisch. Ja, selbst in diesen Billigpedalen sind Reflektoren drin, das heißt, es fehlt quasi nur was an den, an den Reifen und dann ist das Fahrrad auch STVZU-konform. Ja, Götz, Fazit am Hügel, am Hang. Ich muss echt sagen, das hat gerade so viel Spaß gemacht, hier mit 25 den Berg hoch zu brettern. Unterstützungsstufe 3. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum das Ding ständig piept. Ja, es piept. Genau. Das also müssen wir noch rausfinden. Wirklich, also man hört es in 50 Meter Entfernung noch. Piep. Ich glaube, Autofahrer werden es leider nicht hören, aber es macht Piepgeräusche. Wir gucken gleich nochmal in die Bedienungsanleitung. Ist komisch, ob wir irgendwas nicht richtig arretiert haben oder sowas, weil der Akku ist voll, das Licht leuchtet, die Unterstützung funktioniert. Ich weiß nicht, was sonst piepen könnte. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Alarmsignal, so wie beim Gabelstapler. So ungefähr klingt das auch. Ja. Von wegen, hier komme ich und gebe es zur Seite. Also, ja, weil es einfach so schnell ist. Ist übrigens auch eine Klingel dran, aber vielleicht vergessen zu erwähnen, das ist eine ganz normale Klingel. Ja, geht auch hier. Ja, so, ein bisschen so mehr oder minder. Ja, die Bremsen machen mir ein bisschen Angst. Also wer dieses Teil kauft und das aus dem Karton holt, der sollte gucken, ob die Bremsen wirklich gut zupacken, weil hier ist das typischer Fall von Luft im System, dass du erst beim zweiten Bremsen die
volle Bremswirkung hast. Ja. Einmal oben einen Trichter drauf, aber das ist natürlich blöd, wenn jemand jetzt überhaupt gar nicht mit Fahrrädern irgendwie schrauben will oder so. Ja. Dann schwierig dann auch mit dem Service und so, wie man das dann macht. Aber ich meine, so einmal Bremsen entlüften ist ja nicht das große Problem. Das ist jetzt auch Akkuabdeckung zu machen. Ist zwar nicht von Shimano, aber es sieht schon nach Shimano aus. Also man kriegt das sicherlich relativ simpel hin. Das denke ich auch. Die Frage am Ende ist dann so, ne, Brompton oder das hier? Also vor einer Viertelstunde, Gerrit, bevor wir den Motor angeschmissen haben, hätten wir noch Brompton gesagt. Brompton, weil Packmaß und so, ne, Gewicht ja. und dergleichen und dann noch dieser Kultfaktor. Jetzt hat man hier natürlich echt dieses echt coole Design und einen Motor, der zwar winzig klein ist, aber der richtig Schub gibt, so ne? viel schiebt. Also ich würde auch sagen, das kommt total auf den Einsatzzweck an. Ja. Wenn ich viel im ÖPNV unterwegs bin, wenn ich, wie gesagt, wie Tim Dienstreisen habe und nehme dann das kleine Brompton mit, weil es wirklich super kompakt ist, glaube ich, ist das voll die Lösung. Ja. Wer in der Stadt wohnt und ein schnelles, kleines Citybike haben will und vielleicht wenig Platz in der Wohnung oder im Keller, der könnte sich tatsächlich überlegen, sich das Fido X zu holen. Für Reisen vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht auch irgendwie, um das im Wohnmobil hinten in diese Garage zu schmeißen oder sowas. Ja. Dafür könnte das auch gut sein. Ja, es sieht halt einfach stylisch aus. Ich glaube, was tatsächlich ein bisschen Problem ist und auch kompliziert ist, ist hier hinten diese Kot-Sattelstützen-Klemmungsgeschichte. Also da muss man sich echt ein bisschen mit auseinandersetzen. Das ist oft so bei E-Bikes, dass die dann irgendwie übertechnisiert sind. Ne? Das, ja. Mich stört sowas auch. Also ich erwarte eigentlich bei einem E-Bike, ich setze mich drauf, ich drücke einen Knopf, dann geht dieser Akku an und die Unterstützung geht an und dann kann ich losfahren und es läuft. Und hier funktioniert das dann irgendwie, so, keine Ahnung, wahrscheinlich muss man sich damit ein bisschen länger befassen, dann klappt das. Aber das finde ich halt ein bisschen kompliziert und dann ist halt auch die Frage, hier gibt es halt eine Schutzkappe für Schmutz und Wasser und so weiter. Die ist aber jetzt nicht so dicht, dass man nicht auch davon ausgehen könnte, da kommt mal Wasser rein. Ja. Und was ist, wenn das dann kaputt unbedingt, geht? Unbedingt Schutzbleche? Das ist halt die Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob Fido schon Europa-Support hat, wenn es um Reklamierungen oder also, Schäden oder so weiter geht. Sie haben ein Zentrallager in Polen, so viel weiß ich, und sie haben einen Kundendienst auch. Ja, es ist halt bei solchen Rädern, das ist immer das Problem, wenn dir wirklich was kaputt geht, sagen die meisten Fahrradläden, das Fahrrad hast du nicht bei uns gekauft oder sowas, da fassen wir nichts an oder wir kennen das nicht oder das sind Komponenten, die es hier so nicht gibt. Wie gesagt, Schaltung Stride, vielleicht kennt das einer, sagt mal Bescheid. Bremsen, keine Ahnung, wie hießen die? Radius? Keine Ahnung. Also das ist halt dann wieder die Sache, was sind das für Komponenten, kriegt man da Ersatzteile für? Ja, aber ansonsten, aber das Gute ist, man muss nicht den Akku jetzt, wenn man das Fahrrad 3 Stunden unten stehen lässt, den Akku muss man nicht mit ins Haus nehmen, man sperrt den ab und dann lässt man den drin. So, und dann kann man auch gleich wieder weiterfahren. Das spart dann doch wieder Zeit und auch die Transaktionszeit. Genau, das kommt mit einem werkseingestellten Code, den kann man ändern. Da steht im Handbuch genau, wie man das macht. Und dann kann man sich da, keine Ahnung, sein Geburtsdatum eingeben oder was weiß ich. Wollen wir verraten, welchen Code es hat? 012345. Oh, ja, egal. Das haben wir noch so gelassen. Man kann den ganz schnell ändern. Da muss man 2 Knöpfe drücken und einen neuen Code eingeben. Aber ich sag mal so, wem das alles egal ist, der kriegt ein wirklich schickes, optisch wirklich ein Hingucker-Rad. Ja. Also ist wahrscheinlich auch immer noch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es echt stylisch und das macht Spaß. Also das macht für die 1.400 Euro schon Laune. Also es macht auch Spaß, das auf- und zusammenzubauen, nur halt nicht vor der Kamera meine Slapstick-Sachen. Das ist halt immer so, da stehst du da mit kalten Fingern und musst irgendwie liefern. Ausreden. Immer nicht mit dem Kopf bei der Sache. Ich muss immer Leute unterhalten, ich kann nicht anders. Ja, das habe ich ja gemacht und du hast es letztendlich auch gemacht, weil es war ja Slapstick. Ja. Bei dem Einspeichen der Räder kann man ja auch noch mal ein bisschen rummeckern. Ja, das geht schöner. Das geht auch anders. Oh, jetzt ist gerade das Licht ausgegangen. Ja, das ist dann wahrscheinlich Standby-Mode. Jetzt ist wahrscheinlich auch das Display aus. Genau. Ja. Der ist jetzt sozusagen in die Pause gegangen. Gut, und dann muss man alles wieder den wieder aktivieren. Das weiß ich nicht. Kann man hier auch einfach drücken? Nee. Die 3 Sekunden, glaube ich, musst du drücken. Versuch das mal. 3 Sekunden auf den oberen. Geht das? Nee. Schade. Wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder gelockt, aber wir machen das jetzt nochmal im Fazit live. Ich mache jetzt hier, zack, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hat es geklackt, jetzt ist es sozusagen entlockt. Und dann muss ich jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Power. Und jetzt müsste das Display an sein, jawohl. Es ist an. Also du musst tatsächlich jedes Mal erst die Sattelstütze anlocken,
ja. mit dem Code und dann das Ding starten mit dem Code. Das heißt, du musst zweimal einen Code eingeben und zwei Tasten drücken, bevor du losfahren kannst. Okay. Das muss man vielleicht wissen. Das kann man vielleicht auch noch irgendwie deaktivieren. Wichtiger noch wäre es, den Piepton zu deaktivieren. Ja, wie das geht, weiß ich nicht. Wie gesagt, es piept die ganze Zeit, wenn man fährt. Ob man das noch irgendwie abstellen kann, keine Ahnung. Aber ja, dann wissen wenigstens alle, dass man kommt. Ja. Ne? Ja, in dem Sinne. Ja. Demnächst. Wäre das Fido was für euch? Lasst mal einen Kommentar da, sowohl von der Optik als auch vom Packmaß oder sowas. Oder seid ihr klassische Brompton-Fans oder wie heißen die anderen? Jetzt Turn. Ich bin ja persönlich eher so der Brompton-Typ, Gerrit. Ne? Ja. Willst du dann den Schuh British Racing Green nehmen? Nein, das gibt halt tatsächlich ein paar Features, wo Tim auch sofort sagte, das ist aber irgendwie fehlkonstruiert. Denn wenn du es klappst, zum Beispiel, dass die Kette außen ist und die Schaltung, ja. das heißt, du bleibst irgendwo hängen, du schmierst irgendwo lang und das ist halt total unpraktisch für einen Stadtverkehr. Ja. Das ist beim Brompton wirklich cool, dass du das nach innen klappst und die Kette sozusagen geschlossen ist. Ja. Das finde ich total gut. Das ist, finde ich, so ein Punkt. Das mit diesem Magnetmechanismus, weiß nicht, wie haltbar das ist, dass das wirklich dann zusammenklebt die ganze Zeit. Das zeigen wir nochmal im Detail, finde ich. Das blenden wir nochmal ein. Ja, aber man kann, also wenn ich das so sehe, kann man das auch auf einen Riemenantrieb Single Speed umbauen. Und da finde ich dann, das finde ich irgendwie cool. Da kann man sich auch nicht mehr einsauen. Ja, man hat den Riemen außen, okay, aber dann. Der Rahmen ist offen. Man kann das ja einfach so da reinschieben. Man muss den gar nicht öffnen können, weil der einfach offen ist. Und das ist ja, da muss man natürlich ein exzentrisches Tretlager haben, um den Rahmen den Riemen spannen zu können und so weiter. Aber wer bis jetzt übrigens nicht aufgepasst hat, es gibt auch noch Schutzbleche dafür. Dann saut man sich das Rad auch nicht so ein. Die sind dabei, genau. Sehen auch ganz okay aus. Wie gesagt, das Ladegerät ist dabei mit EU-Stecker. Also alles entspannt hier. Kann man laden da oben. Soll 7 bis 9 Stunden dauern. Das heißt, so ein Arbeitstag laden ist möglich, wenn man das wirklich schafft, den auf dem Weg zur Arbeit zu verballern. Ja. Und die US-Version läuft dann auf 32 km/h. Gerrit, du meintest, bei 25 hört er nicht nur auf, sondern er bremst dich auch. Es ist quasi wie so eine Motorbremse. Ja. Also vielleicht zeigt das Display das auch einfach nur nicht mehr an. Ja. Ne? Aber normalerweise hat man ja so bis 25 unterstützt er. Dann hört man merklich, dass die Unterstützung aufhört. Und du kannst trotzdem irgendwie 27, 28, 29 treten mit Muskelkraft. Hier zeigt das Display 25 an und danach nicht mehr. Und vom Gefühl her wirst du auch nicht mehr schneller. Diese Gabel, muss ich gerade nochmal sagen, ist wirklich sexy. Sehe ich von hier gerade. Mit diesem Schwung da drin. Ist schön schmal geformt und hat so einen Schwung drin. Ist wirklich sehr schmal. Ja. Also ich denke mal, nur um darauf nochmal zurückzukommen, mehr als 25 will man damit eigentlich auch nicht fahren. Nee, ganz ehrlich. Und dadurch, wie viel Schub das gibt schon in Stufe 1, hast du ja manchmal schon das Gefühl, du wenn du zu doll reintrittst beim Starten, hebst du vorne ab. Ja, man hebt ab. Ihr habt gesehen, vielleicht in der einen Szene sieht man das vielleicht, wo ich vorne abhebe. Ja. Also das hat schon echt ordentlich Schmackes, das Teil. Ja. Aber dementsprechend bist du, glaube ich, an jedem Berg und an jeder Ampel auch der Erste, der weg ist. Ja, sicherlich. Gerade bei 20 Zoll hat man ja sowieso einen Kick. Ne? Ja, ich würde noch, weiß ich nicht, andere Reifen, Schaltung weg. Und fertig ist die Kiste. Hast du wahrscheinlich noch 2 Kilo gespart. Ja. Aber muss sagen, hat mich jetzt positiv überrascht. So erstmal vom Ersteindruck, wie gesagt, wie Langzeithaltbarkeit und so weiter aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können es ja anscheinend behalten, deswegen wird Götz das rausfinden. Ich werde das rausfinden oder meine Frau oder wer auch immer damit fährt. Meine Kinder lasse ich dann jedenfalls nicht mitfahren. Ja. Dafür ist das viel zu gefährlich. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das vielleicht so besitzt. Habt ihr auch so lange gewartet? Das haben nämlich viele Leute sehr, sehr lange gewartet auf das Fahrrad. Schreibt mal rein, seid ihr eher Brompton oder Fido? Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fährst du jetzt den Berg wieder hoch und ich nehme mal das schöne Ginkgo. Okay, das fährt jetzt auch elektrisch, allerdings nur an der Schaltung. Bis dann. Tschüss. Also garantiemäßig, wie ich schon sagte, sehr unterschiedlich. Und jetzt müssen wir einmal noch gucken, hier sind so Sicherheitsregeln drin. Und hier steht an der Stelle, ihr seht ja meinen dreckigen Fingernägel, so fahre ich Fahrrad. Do not ride on bad weathers.
or place the bike in a long-term exposure to the sun, rain to avoid parts aging. Okay, also nicht bei schlechtem Wetter Fahrradfahren, Gerrit, machen wir ja sowieso nicht. Nein, in Norddeutschland nie. Muss man vielleicht aber wissen, nee, bevor also man das kauft. Ab 10 Grad und nur, wenn es nicht regnet. Yeah, Brummen, Alter, Hammer, das Gerät.